Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Suavelos, zu einem weiteren neuen Let's Play Together Projekt mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin, wie es sich für ein Together Projekt gehört, heute nicht alleine unterwegs. Mit der Fraktion der Galater habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung eingeladen von einem Let's Player, den der ein oder andere von meinem Kanal vielleicht schon kennt, für alle, die ihn noch nicht kennen. Ich hoffe, ihr werdet ihn kennenlernen. Ich grüße ganz herzlich aus dem wunderschönen Hamburg den Kalimo Games. Ja, Mensch, hallo Leute. Ja, ihr werdet mich noch kennenlernen wahrscheinlich. Ja, ganz, packt euch warm ein. Ja, ich habe jetzt keine spezielle Begrüßung für mein Volk rausgesucht. Ich spiele hier die Pontos oder die Ponta. Also das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie pontische Dialekte gelernt. Nee, habe ich jetzt nicht so, extra wie ich mir jetzt wenigstens zumindest noch eine gallische Begrüßungsformel gerade rausgefummelt habe. Nee, ich hoffe, ist ja auch, ich hoffe, mir wird das nachgesehen. Ist ja auch kein Problem insofern. Also du könntest entweder sagen, wir spielen die Ponten, ja. Die Ponten, okay. Ja, oder du spielst einfach das Königreich Pontus. Das kann man auch einfach sagen. Ich spiele Pontus. Zusammen. Ich spiele Pontus, fertig. So. Ja. Und du kannst ja schon mal ansonsten mit deiner Runde beginnen, während ich hier ganz kurz sage, was wir uns dabei in unseren kranken Oberstübchen zusammen gedacht haben, warum wir jetzt ausgerechnet diese Fraktion spielen. Also das erste war mal, ganz viele von meinen Zuschauern wollten gerne ein Total War Rome 2 nochmal sehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen ein Together. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der, ich hatte jetzt irgendwie nicht Bock, das alleine zu spielen. Das war mir irgendwie ein bisschen zu lahm. Und wir wollten ja schon ewig lange mal ein Together machen. Das ich glaube, vor zwei Gamescoms mussten, oder vor zwei Gamescoms haben wir das irgendwann mal überlegt, dass wir ja, das machen glaub, wollen. 2014 und hatten wir angeschnackt, dass wir mal ein Projekt zusammen machen wollen. Genau. Letztes Jahr haben wir dann das mehr konkretisiert. Ja, und im Januar habe ich dir gesagt, ja, dann fangen wir jetzt nächste Woche an. Ne? Und jetzt ist ja, 2016 geworden. Genau. Ja. Du meintest September und dann hat sich das so vorangeschoben, weil du ja auch umziehen musstest und so einen ganzen Krams, also alles nicht so einfach. Ja, das war echt mega kompliziert. Naja, und dann hatten wir ja ursprünglich auf der Pfanne Shogun 2 Rise of the Samurai gehabt. Wobei ich da jetzt auch sagen würde, das ist jetzt nicht so die, also das läuft uns ja nicht weg, das haben wir ja immer noch. Wir haben jetzt uns doch für Rome 2 entschieden, weil wir da irgendwie auch mehr Bock drauf hatten. Und ihr seht hier gerade schon, der Kalimo macht hier den ersten schönen Eroberungsmove gegen Trapezos. Trapezunt ist hier eine ganz wichtige Provinz für Pontus. Und ich habe mir gedacht, ich spiele mal die Galater. Das ist insofern ganz interessant, finde ich, weil das ja halt ein Keltenstamm ist, der hier mitten in der heutigen Türkei ganz in der Nähe des Staatsgebietes des Pontischen Reiches liegt. Und jetzt nur ganz kurz für alle, die sich fragen, wie die Galater da hingekommen sind. Ach nee, wisst ihr was, das erkläre ich ansonsten, wenn mein Zug rum ist. Du bist wahrscheinlich schon so halb fertig, oder? Ich bin relativ weit fertig. Ich glaube, ich unterbreite dir nochmal einen Handelsvertrag, ja, damit du das nicht machen kannst. So. Für eure Weisheit und Voraussicht. Von Athene selbst gesehen. Mit Ehre deine Hafte. Ja, hier, jetzt sei mal ruhig hier, Handelsabkommen. So, bitteschön. Da muss ich mir aber gut überlegen, ob ich das annehme. Ist mal ein Gegenangebot, ne? Gib mir 30 Golddublonen und es sei beschlossen. Na, ich bin jetzt dann ausnahmsweise mal so frei. Geil, also ich produziere Bauholz, da kannst du, also ich habe ordentlich Holz vor den Hütten, so. Das ist gut, das ist extrem gut. So, jetzt muss ich noch entscheiden, worauf gehe ich. Ich gehe am Anfang mal auf den komischen sozialen Pfad. Habe ich hier sonst noch irgendjemanden, den ich hier irgendwie gut zureden kann und sagen kann, hier, komm, kauf mein Holz. So, hier, Sade ist hier, komm her. Handelsabkommen. Niedrig, komm. Abgelehnt, komisch. So, der Rest sagt bestimmt auch nö. Beziehungsweise, mit dem bin ich verbündet. Mensch, zwei Bündnisse, zwei Handelsverträge. Könnte nicht besser laufen. Und zweimal Krieg, gut. Aber na, mal sehen. So, aber ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Ich chill jetzt hier mit meinem Spion rum. Meine Flotte könnte ich durch die Gegend bewegen, aber ich glaube,
Wobei, ich könnte ja auch zur Stadt ziehen, dann habe ich noch ein bisschen Unterstützung da, theoretisch. Das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Da würde ich mir fast nur überlegen, die noch mit zu Trapezos zu nehmen, ja. Mhm. Die schippern da mal hin. Die sagen sie auch so, ach kommt, die Seefahrt, die ist lustig. So, Runde beenden. Jetzt lasse ich dir mal die Zügel in der Hand übergeben, mäßig so. Irgendwie. Ja, also wir werden auf jeden Fall Kappadokien angreifen, weil die uns mögen. Ja, sie hassen uns. Wir haben noch ein Handelsabkommen mit ihnen, aber das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Woran uns gelegen ist, ist ein Nichtangriffspakt mit Thylis. Da hätte ich eigentlich Lust drauf. Kommt und sprecht. Weil wir da den gleiches Blutmodifikator haben und Thylis irgendwann mit in unser glorreiches Reich mit reinnehmen können. Wir können es so machen, ich frage mal Trapezunt, ob die mir einen Nichtangriffspakt abkaufen. Du musst mich ja nicht in den Krieg mit reinrufen, wenn du die angreifst, ne? Ja, du bist ja auch relativ weit weg, ne? Von daher, passt halt. Ja gut, die wollen. Ich glaube, mit dem wäre ich alleine fertig. Ja, ich muss halt nur gucken, wo ich noch hier ein bisschen Geld rausquetschen kann, ne? Armenien will nichts mit mir zu tun haben. Athen würde wahrscheinlich nicht mehr Stadt machen. Ja. Die Seleukiden auch nicht. Ja, mit Sardes handeln kann ich nicht. Die hassen mich. Das ist übrigens typisch, hat historische Gründe. Die Galater haben viele, viele Jahre lang Sardes geplündert. Und ich will mal ganz kurz schauen, könntest du theoretisch im Gewaltmarsch. Könntest du Massaker verstärken? Das ist doch dann eigentlich super. Dann bleib doch mal da stehen. Ne, wir machen es ein bisschen anders. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das wird ein Massaker, du. Das wird echt ein Massaker. Ja, ja. So, für alle Leute, die jetzt schon keinen Bock mehr auf mich haben, tut mir leid. So bin ich leider drauf. Ja, ja. Du hast übrigens, wie lange hast du deinen Kanal eigentlich schon? Du hast ja, wir kennen uns ja auch hier von Rome, ne? Wahrscheinlich, ja. Von der Total War Serie, da kennen wir uns ja ursprünglich her. Ja. Also ich habe meinen Kanal jetzt, wir haben jetzt heute den 13.01. Am 21.01.2011 habe ich meinen Kanal erstellt, also fast 5 Jahre jetzt. Mhm. Da haben wir angefangen mit so ein bisschen Kram, so im Bereich Rollenspiel, aber dann habe ich angefangen mit Total War, als Fall of the Samurai rauskam. Mhm, ja. Und da war ich lustigerweise tatsächlich der Erste in Deutschland, der das Spiel irgendwie präsentiert hat. So. Also da war ich irgendwie in der glücklichen Position, habe das irgendwie einen Tag vor Release runterladen können bei Steam schon. Ja. Und habe mir gedacht, komm, dann spielst du das jetzt. Und das ist dann aber abgegangen. Du. Das glaube ich, das glaube ich. Das war dann ja. Mit den Satsuma damals. Ich habe so viele Fehler gemacht. Habe erstmal so gesagt, so, ja, ich bin schon gut erfahren. Da wurde ich aber zusammengefaltet, weil ich so viele Fehler gemacht habe. Aber hat Spaß gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich nur noch im Bereich Total War unterwegs. Zwar relativ, naja. Also meine Zuschauer, die kennen das schon. Ja, hier ab und zu kommt mal was, mal ist dann auch eine größere Pause zwischendrin oder so. Aber an sich bin ich da immer noch aktiv sozusagen. Mhm. Und auch in diversen Bereichen irgendwie unterwegs. Also momentan bin ich hauptsächlich darauf fokussiert, mein Third Age-Projekt weiterzubringen. Oh, großartig, ja. Hier nochmal Werbung reinhauen. Ja, los, ne? Mhm. Komm mal vorbei. Ja, du hast ziemlich viele. Das ist mir nämlich halt aufgefallen. Also, weil bei mir ist es ja so, ich werde ganz häufig von meinen Zuschauern gefragt, ah, spiel doch mal hier Third Age Mod und so weiter und so fort, ne? Und ich bin ja wirklich überhaupt gar nicht der Mod-Spieler. Also ich weiß nicht, ich spiele eigentlich immer nur die Vanilla-Version, ne? Und du spielst aber sehr, sehr viele Mods, habe ich gesehen, ne? Also, ja, also momentan habe ich Third Age halt drauf und auch noch The Elder Scrolls Total War, genau. Und du hast also vorher aber auch schon ein paar Mal Mods gespielt, ne? Soweit ich weiß, ja. Also ich schaue da immer mal gerne rein. Lass mich immer überraschen, was für Mods so alle unterwegs sind. Habe jetzt auch, glaube ich, alle möglichen Kampagnen bei Medieval 2 voll damit. Hm. Irgendwie Terra oder sowas, wo man
alles Mögliche spielen kann, dann noch irgendwas anderes und halt Third Age und Elder Scrolls. Und also das ist schon ziemlich, ziemlich erstaunlich, was es da alles für gibt. Mhm, ja. So, ich bin jetzt hier vor Trapezos und könnte da jetzt angreifen. Welche Armee nehme ich da mal zum Angreifen? Komm hier, Jungs. Krieg erklären. Ich sag nicht Beistand erbitten, weil ich so freundlich bin. Ich zieh die da nicht mit rein in die Kacke. So. Ja, das schaffst du auch, glaube ich, noch alleine, ne? Also. Ja, ich denke schon. Also Zufriedenheit hier der Gefechtsaufstellung sieht nicht gut aus, aber umstelle ich mal, warte nochmal ab. Die werden mich wahrscheinlich sowieso angreifen, aber mal gucken. So, was bauen wir hier nochmal? Bauen wir dafür nochmal eine Siedlung Holzfällerlager oder bauen wir hier dann doch lieber ein Musterungsfeld? Also ich kann dir ja nur den Tipp geben, es ist ja immer sehr wichtig bei Rome 2, eine gute Kavallerie möglichst früh zu bekommen. Und du hast ja hier den unschlagbaren Vorteil, dass du mit Pontos Streitwagen bekommen kannst. Ne? Also diese Streitwagen, die du auch als Generäle einsetzt. Und es ist natürlich nett, wenn man so eine Einheit bekommt und dann eine halbwegs passable Infanterie noch hat. Also man sollte da schon gucken, dass man eine dieser Einheiten relativ bald bekommt. Ne? Oh, mein Musterungsfeld hier raus. Dann mache ich anstelle des zivilen Weges, mache ich dann gleich nochmal ein bisschen Militär, nachdem ich die Forschung abgeschlossen habe. Und bei Dörn kann man mal gucken. So. Ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Vielleicht kann ich an der Stelle noch ganz kurz was zu unserer Einheitenauswahl sagen. Wir haben uns halt auch gedacht, eigentlich passt das von den Einheiten her ganz nett zusammen, wenn der eine so eine eher griechisch beziehungsweise hier natürlich mithridatisch angehauchte Einheitenaufstellung nimmt. Ne? Also Pontus ist halt bekannt für die Kriegsstreitwagen, die sie wohl von den Ägyptern irgendwann übernommen haben. Und Pontus selbst ist ja ansonsten eher hellenisch, ne, von der Kultur, zählt er eher zu den Griechen. Und ich spiele dann halt, und ich habe dann gedacht, ich fände es eigentlich ganz interessant, halt eben die Galater zu spielen, ne, diese keltische Fraktion mitten in der heutigen Türkei, was sich dann aber truppenmäßig wieder ganz gut miteinander verbinden lässt. Ich habe eine ganz schöne Adelskavallerie, ich habe schöne Schwertkämpfer, du hast schöne Phalanxeinheiten. Wir wollen auch hier wirklich häufiger auch mal versuchen, zusammen miteinander zu kämpfen, was jetzt zum Beispiel in diversen Let's Play-Projekten, ich erinnere mich noch so ein bisschen an das mit Doc Proof zusammen, da haben wir ja das erst relativ spät am Ende geschafft, weil wir häufig die Hände mit anderen Dingen voll zu tun hatten. Und hier wollten wir ja das eigentlich ganz gerne so mal ein bisschen in Kombination probieren. Ich würde jetzt übrigens hier Kappadokien angreifen. Ha, und dazu kann man auch sagen, wir waren auch kurz davor, die Kombination Makedonien und Sparta zu nehmen, aber haben uns dann doch nochmal umentschieden. Ja, die Sache war ja bei der Überlegung, es könnte ja ansonsten eben der Einwand kommen, ach ja, schon wieder jemand, der halt Sparta spielt, ne? Also bei uns stand halt fest, wir wollten gerne Together spielen und wir wollten gerne eine Kombination wählen. Sollen wir gerade hier gucken, muss mal schauen. Bin ich hier untenrum schneller, aber da bekomme ich keinen Durchgang, ne? Im Gegensatz zu dir, da bekomme ich den eher. Ich mach mal ganz hier schnell um meine Eroberung. Ich weiß natürlich, dass von meinen Zuschauern die... Ach, das wird ein Pyrrhus-Sieg, das finde ich dann aber nicht so schön. Dann wartet mal gerade, dann umstellt das nochmal. Dass von meinen Zuschauern die Makedonen gewünscht wurden. Und da wäre ich auch vollkommen d'accord mit gewesen. Aber es wäre hier vielleicht doch für das Together jetzt nicht die optimalste Lösung gewesen. Aber das läuft uns alles nicht weg. Wir können das immer noch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und ich glaube, wir sind mit den beiden Fraktionen hier auch ganz gut dran. Das könnte eine sehr, sehr interessante Runde werden. Würde ich auch sagen. Also da bin ich gespannt. Ich habe ja sowieso nicht so ganz viel Erfahrung mit Rome 2. Also ich... Oder Rome 2, also ja, ich bin ja so ein Deutsch-Englisch-Mixer dabei, sowas. Aber im Prinzip habe ich gar nicht so viele Fraktionen mal gespielt. Ich habe ein bisschen mit Sparta mal angefangen, mit den Briten, dann mit Ägypten,
Aber sonst habe ich mir mal ab und zu so ein paar Runden das mal reingezogen bei anderen Völkern. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier so läuft. Ja. Von daher mal gucken. Ja. Ich mache mir übrigens einen List-General. Ich finde, List ist immer noch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft. Listig, listig, tralalala. Ja, das ist genau mein Ding. Ach so, da fehlte mir dann aber vielleicht unter Umständen etwas Geld. Wollen wir nochmal gerade gucken, ob wir das Ding hier... Ich würde das gerne umbauen für 391. Naja, dann... Weil der Umbau dieser Städte hier, der ist mir eigentlich recht wichtig. Und Samosata wird mir jetzt hoffentlich nicht sofort weglaufen. Das ist die nächste Stadt, die wir uns holen werden übrigens. Ja, ach genau. Und während jetzt der Kalimo gerade seine Runde macht, werde ich noch ganz schnell erklären. Die Galater waren Söldnertruppen, die im Dienste von dem pontischen König Mithridates standen. Das ist der, den Kalimo spielt übrigens. Also das passt auch von der Zeit in etwa. Der hat 291 vor Christus das pontische Königreich gegründet. Und die galatischen Truppen hatte er für verschiedene Zwecke versucht einzusetzen. Es gab immer wieder Streitereien mit dem Königreich Pontus und den... warum ist Kappadokien jetzt gerade so lange dran? Die haben einen Agenten irgendwo. Die fragen mich gerade, ob ich Frieden mit denen haben möchte. Ah, okay. Würden sogar 400 ziehen. Du kannst Frieden mit denen machen, das ist ja nicht wild. Also, mich juckt es nicht so. Wunderbar. Vor allem kriege ich Geld. Ja, das ist super. Von daher wäre mir das sowieso egal. Ja, nimm das auf jeden Fall mit. Oh, und jetzt kommt es zur Schlacht. Ah, schön, ja. Ah ja, und diese Truppen haben sich jedenfalls hier in dieser Region... um Ankara damals angesiedelt, als ihre Dienste nicht mehr benötigt wurden. Wie das so war mit Söldnern, die haben sich dann häufig versucht, dadurch zu ernähren, dass sie alle möglichen umliegenden Länder geplündert haben und insbesondere eben in Sardis. Das sollte man an der Stelle noch sagen. Es kommt aber zu einer ekelhaften Schlacht, fällt mir gerade auf. Die haben meine Flotte jetzt angegriffen. Dann zieh dich mit der Flotte zurück. Wie ekelhaft. Tschüss. Wo fahren die denn ganz hin? Hallo. Ah, jetzt greifen sie aber die Bodentruppen an. Damit können wir besser umgehen. So, dann speichern wir einmal schnell ab, bevor irgendwas kaputt geht hier. Und spielen wir ein Geschäft. Oh, ich habe beinahe die Flagge angeklickt. Huch. Wäre nicht gut gewesen. Aber jetzt stehen die da drüben. Das ist auch eine recht umfangreiche Armee, die haben. Aber das ist ja... Ich weiß gar nicht, warum die so stark eingeschätzt werden. Ich würde mal sagen, wegen der tarantinischen Kavallerie. Ne? Das ist eine gute Kavallerie eigentlich. Das ist eine gute... Ja. Ja, und halt wegen des Mobs, ne? Da habe ich auch schon Angst vor. Ich meine, wenn die da mit ihren kleinen Messerchen ankommen, wahrscheinlich noch stumpf sind. Weil denkst die du, die wollen uns ein paar Kartoffeln schälen oder so? Ja, genau. Ja. Und zu Hause noch das Brot mal fertig geschmiert und dann kommen sie vorbei und wollen uns da ans Leder. Schlacht von Trapezos 270 vor Christus. Wer kennt sie nicht, diese Schlacht? Eine ganz bedeutende Schlacht auf jeden Fall. Die tarantinische Kavallerie, da passen wir natürlich auf, weil die eine Fernkampfwaffe dabei hat. Und insgesamt würde ich mal sagen, als Strategie bietet sich ja an, mit den Fernkämpfern erstmal ein bisschen rumzuschießen. Ne? Und dann nachher, du kannst mir übrigens, falls du möchtest, Einheiten geben. Du, da bin ich mal so frei. Ich glaube, ich gebe dir mal die Fernkämpfer. Die nehme ich gern. So, warte mal, wo kommen die Jungs? Ah, die Jungs kommen da oben. Komme ich hier mal mit dem Kram so mal vorbei. So. Erstmal Gefecht starten. Und dann kriegst du schon mal zwei. Und wo das hier kommt, da gibt's noch mehr, du. Da gibt's noch mehr. Gleich. Ja. Da sind sie. Und hier, nimm sie. So günstig kriegst du die nie wieder. So. Meine Debug-Cam ist übrigens ausgeschaltet. Nein. Was ist das denn? Ach, du kannst diese Debug-Cam einschalten, dann kannst du beliebig hoch scrollen. Ach so, ja. Wir sehen den Feind nicht, das ist auch merkwürdig. Ach, der kommt noch, oder? Der hat uns ja angegriffen, der muss sich ja irgendwann mal blicken lassen. Wie sehen deine...
um es hier, ja, das Thema gleich aufzubringen. Wie sehen die zwei Bäume hier aus, hier bei dir, die da rumstehen? Sind die richtig extrem? Die sind, ja, ach so, ja, stimmt. Ich habe ja vorhin meine Grafikeinstellungen geändert und ganz, ganz viele Sachen auf extrem. Ich habe hier so leichte Blur-Effekte auch. Das ist ganz witzig. Die sehen echt extrem aus, ne? Also, das sind die extremsten Bäume, die ich je gesehen habe. Bei mir sind sie nur Ultra. Genau. Ultra, die Bäume einfach. Ne? Das sind dann die, nennt man nicht auch irgendwelche extremen Fußballfans Ultras? Und ja, ja, genau. Ultras, ja, ja. Und ja, ja. So. Die Baum-Ultras oder was? Jawohl. Genau, die tun alles. Die tun alles für ihre Artgenossen. Ach, da hinten sind sie. Hallo. Wer tappt? Ach ja. Also, sie gehen weg. Sie hauen ab. Ja, beziehungsweise ich würde mal vermuten, dass der Großteil seiner Armee irgendwo hier, sagen wir mal hier, sich so da befindet. Gammeln da noch. Dann gehen wir noch mal ein bisschen drauf zu hier. Ich meine, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet eben zum Berg. Oder das war, glaube ich, andersrum. Genau, ja, eigentlich war es genau andersrum. Aber ist egal, wir machen hier so ein bisschen Sprachunterricht heute. Richtig. Ein Glück, dass wir jetzt auch nicht Shogun spielen, sonst wärst du erstmal eine halbe Stunde dabei, mir zu erklären, wie die ganzen Städte ausgesprochen werden. Das hatten wir ja schon bei den Probesessions immer gemerkt. So. Also irgendwann konnte ich es, aber dann habe ich es auch wieder. Jetzt hätte ich es wieder vergessen, glaube ich. Ich weiß nur, dass die Silben immer ganz kurz ausgesprochen worden sind. So. Ja, beziehungsweise alle japanischen Silben eigentlich gleich lang. Ne? Richtig, richtig. Da. Ja, sollen wir nochmal ein bisschen vor? Ja, die verhalten sich merkwürdig. Die sollen jetzt hier mal nicht so tun, als hätten sie eine Chance gegen uns. Ach, weißt du was? Der wartet auf jeden Fall, bis der sich noch mit seiner übrigen Armee verbunden hat, ja. Sehr guter Deutsches, Günner. Sehr guter Deutsches. Verbindlich. Grandios Saison gespielt, würde ich mal sagen. Grandios Saison gespielt. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, lass uns doch mal so eine leichte Drehung ausführen, dass wir ungefähr so. Nee, warte mal, das ist genau gerade, dass wir ungefähr so so zum Stehen kommen. So, warte, ich mach's mal gerade vor. Perfekt. Weil ich würde vermuten, ganz stark vermuten, dass er da von dieser Seite kommt und dass er da ganz gerne auch das Wäldchen mitnehmen möchte. Ach, die zwei Bäume da, oder was? Ja, genau, die Ultra-Bäume. Die Ultra-Bäume da, halt, und ihre Büsche da. Ja, ja, genau. Und jetzt könnten wir hier mal so langsam auf diese Position vorrücken, dass wir das Wäldchen mitnehmen. Schließ mal noch ein bisschen auf zu mir. Ich laufe gerade momentan ein bisschen weit vor. Ich glaube, die Aufstellung hier ist ganz okay. Jo, das ist gut. Immer diese Hörner, ne? Aha. Da. Da kommt der Mob. Ich mach direkt Fokusfeuer auf die Steinschleuderer, ja? Ich würde gucken, dass wir vielleicht hier mit ein oder zwei Speerkämpfern abschirmen. Ah, ich schicke da dann zwei. Da schieben sich dann so zweimal hin. So. Speerträger werden getroffen. Ich ziehe die mal so ein bisschen anders hin. Ja. Ich hoffe, die werfen gerade nicht. Nee, sieht nicht aus. Ah, sieht gut aus. So. So, was wollen die hier? Der Mob. Irgendwelche kurzhaarigen Typen mit tatsächlich so einem ganz kleinen, popligen Messer. Aber dann Typen mit einer Rüstung drin und einem Schild und Helm. Ja, ja, ich schieße schon mal auf den nächsten. Schießt der eigentlich auf unsere Infanterie? Weißt du das? Ja, so ein paar Leute kippen hier um, aber das sind Minimalausfälle hier. 116 haben wir noch, 119 und sonst alle sind noch voll. Ah ja, okay. Oh. Zieh dich ansonsten mal hinter die Linie der Schleuderer zurück. Der ist jetzt auch momentan. Das liegt daran, dass er so halbwegs so schräg reinwirft in die, deswegen. Ja, 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 das ist aber bei mir ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, wir sind insgesamt
Schneller als er dabei. Er verliert auch sehr viel Moral. Das macht übrigens auch nichts, wenn die Plänkler sich gegenseitig ausschalten. Die Männer wanken? Welche Männer wanken? Seine auf jeden Fall mal auch. Also unsere vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ja, unsere Schleuderer wanken auch. Das ist aber okay, weil es sind halt... Oh, krass, da hat er noch mit einer Salve nochmal richtig reingeschossen. Es sind halt aber auch nur Schleuderer, ne? Also Hauptsache, wir bestehen hier so ein bisschen gegen dieses Fernkampfduell. Das ist immer wahnsinnig schwierig. Und er hat es eigentlich auch ganz gut gemacht. Er hat den Mob vor die Schleuderer gestellt und der Mob fängt ganz viel Feuerschaden ab. Jetzt können wir nochmal hier in den Rücken schießen. Das hat sich auf jeden Fall sehr ausgezahlt. Du musst gucken, dass wir jetzt nochmal unter Umständen... Oh ne, wir stehen noch super da. Passt. Und solange er in Position läuft, kann er nicht schießen. Das ist für uns auf jeden Fall ein Vorteil. Ist der Mob tot? Der eine. Nee, da ist noch einer. Geil. Und jetzt haut er ab. Da läuft der Junge. Und ist auch tot. Ja, nein, da haben wir also auch auf jeden Fall aufgerieben. Ja, wir spielen das Ding hier übrigens nicht auf leicht, falls sich jetzt der eine oder andere wundert, sondern wir spielen es auf schwer. Wir haben gedacht, wir spielen es nicht auf sehr schwer, weil es sonst unter Umständen ein bisschen anstrengend wird, ne, gegen diese diversen Fullstacks dann zu kämpfen. Aber auf, also wir wollten es auch nicht auf einer zu leichten Schwierigkeitsstufe spielen und ich stelle mal wieder mit Freude fest, dass man tatsächlich echt dann auch noch ein Fernkampfduell mit ein paar geschickten Schüssen gegen die KI gewinnen kann. Also ich stelle hier fest, dass die, natürlich waren die Schleuderer bei Rome stärker als bei Attila, aber überlegt mal einfach auf einer hohen Schwierigkeitsstufe ein Duell mit drei Steinschleuderern, hätten wir hier überhaupt nichts auf den Appel gekriegt. Also da gefällt mir Rome, was das angeht, echt noch ein bisschen besser vom Balancing her. Übrigens, ja, wir haben es hier gleich. Die ersten Steinschleuderer flüchten jetzt auch nochmal. Die kriegen nochmal eine schöne Portion hier in den Rücken. Ich schieße jetzt einmal auf den Mob. Mob. Ja, das ist einfach ganz gut, weil auch wenn wir auf den Mob schießen, produzieren wir ja Verluste. Da kommt die Kavallerie. Ja, ich ziehe mich auch gleich zurück. Ja, die werfen jetzt auf die Speerkämpfer. Die können natürlich chargen jetzt auf die, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Würde ich jetzt erstmal noch nicht unbedingt machen, sondern versuch da mal nur einfach die Flanke zu halten. Wir werden ja jetzt, du wirst ja jetzt gleich der Mob hier ist seine... Mit, der du wirst Mob jetzt ist mitgenommen, zack. Nehmen wir mal mit dem Mob. Ja, was denn? Du wirst ja gleich, schätze ich mal, hier seine Einheiten umrunden oder ja, umschließen können. Die Kavallerie kommt drauf zugeritten. So. Sehr schön. Und jetzt einmal schön umschließen mit der... Genau, hervorragend. Und hier mit der Einheit noch rein. Du kannst mir ansonsten auch eine Einheit auf der Flanke geben oder so. Oh, die eine Einheit ist hier. Hast du eine Sonderfertigkeit mit deinem General? Ist ausgerechnet der andere General. Ah, okay. Dann werde ich mich jetzt mal gerade hier ein bisschen an der Flanke verdrücken. Da kannst du ruhig jetzt hier in den Rücken der Kavallerie reinreiten. Das ist verheerend, ne? Also, du solltest dann nur gucken, dass sie da nicht stehend im Kampf sind. Ist das der Rücken? So halbwegs gewesen jetzt. Unser General wird angegriffen. Nein, unser General greift an. Das ist ein wichtiger Unterschied. Zieh die Speerkämpfer einfach nur hier gerade hin in Defensivposition. Und hier nochmal reinbrettern am besten jetzt. Sonst flüchtet deine Einheit gleich. Ja, der will den General haben. Und hier auf den General aufpassen. Nicht chargen lassen. Speerträger? Genau, perfekt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schändlicher. Oh Gott. Oh, was machst du? Fehlt halt natürlich der... Hier müssen natürlich irgendwo... Ein Streitwagen muss da rein, ne? Kommt der hier zum Zuge. Wenn er denn da mal durchkommt hier. So, zack, rein da. Oh, verdammt. Das sieht nicht gut aus, irgendwie gerade.
Welche Einheiten fliehen denn gerade? Und hier. Kann ich euch motivieren? Ja, Mann. Das hat jetzt nichts gebracht. Scheiße. Was machen die denn hier? Einmal mit dem Streitwagen da rein. Die sind einmal komplett weggeraubt. Na. Was tun sie? Du kannst da eigentlich durch wie durch Butter halt immer nur schön... Immer nur schön aufpassen, dass die Einheiten nicht zu lange stehen, ne? Also einfach jetzt weiter hier den Angriff setzen. Also weiter angehen. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Ich bin da halt mit den Fernkämpfern im Nahkampf. Ich, ne, sonst macht er mich komplett weg. Wenn ich mich da jetzt zurückziehe. Aber wir packen das. Wir packen das. Und mit dem General direkt irgendwie wieder hier mithelfen. Ja, der ist unterwegs. Oh, 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 oh. Der General hat gerade übel aufs Fressbrett bekommen. Dreimal. Warum stehen die denn jetzt hier? Wir schaffen den General von ihnen aber, glaube ich, ganz gut. Und mit dem General irgendwie am besten auch noch rein. Ja, die sind geflüchtet vorhin, ne? Die waren noch ziemlich voll und sind geflüchtet. Unsere Männer fliehen vor. Oh, und jetzt fliehen die da hinten, ey. Das ja, das macht nichts. Du musst jetzt gucken, dass ein General flieht. Ich schmeiß die Einheiten hier drauf. Und den General auch hier drauf. Ja, die reiten immer weiter hier. Immer weiter. Und die Flaggen werden immer kleiner. Aber es passt. Ja, gut. So. Okay, das war's. Oh, hier nochmal ein bisschen rein. Kannst, ja, ja, auf jeden Fall noch aufreiben, so viel wie geht, ne? Ich glaube, guck mal, ist das... Ah, ne, das ist eine von uns. Okay. Ja, aber das ist doch noch ganz gut gelaufen eigentlich, oder? Also die, dafür, dass wir so schlecht von den Chancen relative Stärke, waren. Ja, genau. Ich meine, der hatte qualitativ einfach halt hochwertige Einheiten, ne? Ja, und wir hatten also ein paar östliche Speerträger und ein paar... Ja, und das ist es eigentlich schon mehr, ne? Ja. So, ich glaube, mehr brauchen wir da nicht machen. Gefecht beenden. Teurer Sieg. Ah. Ja, aber es war verhältnismäßig, es war zahlenmäßig ausgeglichen, ne, gut, ich meine, ja, die Kavallerie ist halt, der Kavallerie-Vorteil ist es halt bei ihm, weißt du, also der hat einfach, ja, der hat im Verhältnis zu den Streitwagen einfach eine sehr, sehr bewegliche, starke Kavallerie gehabt, die auch gut im Nahkampf ist und das hat man hier einfach gemerkt. Definitiv. Also die hat ordentlich was weggerissen, wie man sieht. Ja, man muss dazu auch halt nochmal, vielleicht nochmal für die Zuschauer sagen, die das jetzt halt noch nicht so oft gespielt haben. Also Streitwagen in Rome 2 sind halt bei weitem nicht so stark, wie sie in Rome 1 waren. Sie sind immer noch sehr, sehr gut gegen Infanterie, aber man muss gerade gegen Kavallerie zum Beispiel höllisch aufpassen. Also wenn der General da mal von hinten von der Kavallerie gecharged wird, dann kann der auch schon mal sterben und das will man dann natürlich nicht. Ne? Also da muss man schon aufpassen. Da kann der schon mal sterben, ja. So, ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorwege für alle möglichen Ladezeitenverzögerungen. Ich habe leider keine SSD, von daher dauert das bei mir immer schön lange. Aber so strecken wir schön die Zeit in den Parts. Apropos, genau, hast du drauf geachtet, wann wir gestartet sind? Ich habe leider nicht drauf geachtet. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch die folgende Runde. Wir müssen den Zuschauern ja schon noch ein kleines bisschen was bieten. Ich meine, gut, wir haben halt eine Schlacht gehabt, ne? Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Mit extremen Bäumen. Das darfst du nicht vergessen. Mit den extremsten Bäumen, die man je gesehen hat. So, Verschleiß. Ach stimmt, ja, jetzt ist ja hier... Wetten, wenn ich die jetzt angreifen würde, wäre es wieder so eine knappe Sache. Guck mal, das kann ich mir fast nicht denken. Sonst nimm die Schiffe noch dazu. Nee, wollte ich gerade machen, habe ich gerade überlegt. So. So, einmal bitte. Ach, guck mal hier. Automatischer Angriff. Aggressiv. Huch, da ist mir ein Stift gerade runtergefallen. Es soll vorkommen. Hilfe, Hilfe. So. Ja, 85% der Armee. Dann machen wir hier besetzen. Bam. Rang erhöht. Der General ist aufgestiegen, der andere auch. Und Fraktion vernichtet. Trapezunt ist weg. Gut, sehr, sehr haben wir nice. Das auch geklärt.
dann bauen wir hier doch nochmal. Nehmen wir nochmal. Da müssen wir jetzt erstmal Ruhe bewahren, ne? Wie sagt man so schön? Oberste Bürgerpflicht, Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, genau. So. Du machst hier List. Ich gönne mir mal irgendwas anderes, glaube ich. Genau, das können wir ja auch durchaus mal so ein bisschen variieren. Also ich mag List eben sehr gerne, weil ja, man bekommt dadurch ja die Möglichkeit zum Nachtangriff. Das ist ganz cool. Man bekommt zusätzliche Bewegungsreichweite mit der Armee. Das ist auch cool. Das klingt schon gut. Das benutze ich halt gerne. Es gibt die zusätzliche Bewegungsreichweite, gibt es ja auch bei anderen, glaube ich. Man muss sich aber auch nicht komplett fest. Mal sehen, was das bringt. Also bei einem General gehe ich mal auf Autorität. Der hat da sowieso schon einen Bonus drauf. Und mal gucken. Mhm. Der andere. Ja, Autorität ist ja gut für die Sonderfertigkeit. Ne? Mal hier auf Geheimaktion. So, zack. Er hat kurz gewackelt und jetzt hat er 4 dafür. Das ist doch schön. Neuer Aufschwung und hier pipapo. Nichts los. So. Euch kann ich eigentlich wieder zurück in die andere Stadt schicken, um da mal zu warten und die Bevölkerung zu befrieden. Und dann müssen wir gucken, was wir hier für einen Tempel bauen. Damit die Leute sich ordentlich freuen. Ich meine, 4 öffentliche Ordnungen wäre natürlich schön. So ein heiliger Hain, Schrein des Ares. Kann ich nicht aussprechen. Ich zeichne hier mal für meine Zuschauer übrigens gerade mal so ein bisschen da die ungefähren Ausdehnungen von Mithridates Königreich Pontus ein. Damit die das auch so ein bisschen hier nachverfolgen können. Ungefähr, wenn wir von den existierenden Grenzen ausgehen, ungefähr so. Hier drüben ganz noch kleine Streifen an der Küste in seinem Besitz. Ganz Anatolien auf jeden Fall. Also das war schon ein ziemlich großes Königreich. Ganz ordentlich, ja. Ja, so, ungefähr dann hier. Mal den Heiligen Hain. Bei der Syria war ungefähr die Grenze. Die Galatia, also die Galatia, die ich hier kontrolliere, die gehörte übrigens auch zu seinem Königreich. Also vollständigerweise. Er war nur so nett und hat das gallische Söldnergesindel dort geduldet. Ach, ist sehr freundlich. So. Gut, ich glaube, ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht. Es sind ganz viele Völker, die grün sind zu mir. Die sind alle grün. Die Chimera sind aber noch im Krieg mit mir. Warum auch immer. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, komm, Pontus ist nicht cool. Die haben uns irgendwann mal eingenommen. Oder die haben uns theoretisch in der Geschichte schon eingenommen, obwohl das jetzt noch gar nicht so passiert ist. So, Runde beenden. Ich bin ruhig. Ja, wir haben die Nachschubsuche erforscht. Sehr schön. Jetzt wird es ja langsam mal interessant. Oh, Ställe sind natürlich hervorragend, ne? Ermöglicht den Pferdezüchter im Dorf. Der Pferdezüchter. Naja, aber das Wichtigste ist ja bei mir auf jeden Fall, dass ich halt mal, also ich brauche auf jeden Fall ein paar gescheite Kavallerieeinheiten. Und da ist so ein Pferdezüchter nicht unpraktisch. Interessanterweise bekomme ich den Pferdezüchter nicht in dem Reiter, wo so ein Pferdekopf abgebildet ist. Schon merkwürdig. Ha, in dem Reiter. Ja, ja, ja. Der Wahnsinn. Wieder extrem. Also ihr seht, hier werden die Wortspiele rausgekloppt, also es ist nicht mehr schön, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht mehr schön, ne? Ja, ab und zu kann ich nicht anders. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. shit, warte mal, wo kann ich denn die Dingsbums da rekrutieren, ermöglicht die Anwerbung von Würdenträgern. Na, ihr wisst, was ich meine. Oh, die Würdenträger konnten die nicht Armeen ausbilden oder so? Oder das sind, ich meine die anderen.
Wie hießen die? Wie hießen die Typen? Ich kann das leider jetzt auch nicht nachgucken. Ja, ist egal, dann. Wenn ich den höre. Obwohl, halt, Moment, ich glaube. Nee, doch nicht. Hä? Ach, verdammt, ich habe vergessen, meinen Spion zu bewegen. Fällt mir gerade auf. Naja. Ich glaube, wir werden es überleben. Und ich glaube, ich bin einfach nur. Ja, nee, dann gibt's die erst später bei mir wahrscheinlich. Also, die gibt's dann bestimmt erst später. Es ist. Ah, hier ist es da. Oh mein Gott, das dauert voll lange. Streiter hießen die, glaube ich, oder? Ja, Streiter sind die Militärausbilder, genau. Die kann ich jetzt bauen. Ich nehme den Wachstumsbonus, glaube ich, mit. Das wäre schon recht sinnvoll. Ja, ob ich die noch aufhätte, das müssen wir gleich mal schauen. Auf jeden Fall haben wir nächste Runde ein paar Gebäude. Aber die Streiter, das ist ja immer so eine Sache. Also da ist durchaus von Vorteil. Also ich weiß nur, dass ich die bei Fall of the Samurai immer ordentlich benutzt habe, die ausländischen Veteranen, wenn man die beim Kaiser hatte. Das hat dann ganz schön ordentlich funktioniert. Ja, also Streiter sind... Das war fast zu stark irgendwie. Ja, Streiter sind unglaublich wichtig. So, jetzt werden mich die Seleukiden wahrscheinlich nicht mehr mögen, weil ich dadurch ihr Territorium durchmarschiere. Oder sagen wir doch Terrarium durchmarschiere. Ihr Terrarium. Oha, du, pass auf, du, pass auf. Die werden dir den Krieg erklären. Das werden die auf jeden Fall noch machen. Ja. Das werden sie auf jeden Fall noch machen. Wir brauchen gute Kämpfer, ja, aber zum Glück, oder leider haben wir noch keine, ne? Also, wir brauchen gute Kämpfer, aber es gibt einfach noch nichts. Es ist nichts da. Ja, Steinschleuderer gibt es, aber... Geil. Und so ein paar lausige Speerträger, aber... Alle in Nahkampf schicken wir. Ja, genau. Ja, also vorhin hat es ja halbwegs gut funktioniert. Also jetzt suchen wir mal gerade hier einen halbwegs ordentlichen Statthalter. Baukosten für Militärgebäude billiger oder Wohlstand aus allen Quellen. Ich nehme den Wohlstandsmenschen. Und natürlich kriegt der hier eine Kaff. Setz mir den Kollege mal da, Donaido. Ja, das hier sind noch... oh Gott, das sind alles Speerkämpfer. Wer nimmt denn immer Speerkämpfer als generell? Wobei, ja, nee, Speerkämpfer gehen eigentlich gar nicht. Das Problem bei den Speerkämpfern als generelle ist halt, wenn der Gegner Fernkampfeinheiten hat, dann zerkloppt er die halt so schnell, da kannst du gar nicht gucken. Ich bin gleich soweit. Wie blöd, oder ist mein General weg? Ne, der müsste eigentlich noch da sein. Es sei denn, der hat den irgendwie umgebracht. Das kann ich mir aber weg. Fast nicht vorstellen. Zumindest jetzt noch nicht. Der müsste ja in Dings rumschimmeln, in Trapezos. Oder ist nur die Flotte drin? Irgendeine Nachricht bekommen, dass der gestorben ist? Solche Sachen gibt's. Ich habe jetzt übrigens mal gerade gespeichert. Ich würde sagen, dann machen wir doch einen kurzen Cut an der Stelle. Ja, das können wir machen. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken und lasst euch versichert sein, ich werde mir noch eine gallische Verabschiedungsformel überlegen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Achso, Kalimu, du darfst natürlich auch noch gerne was sagen, ne? Verdammt. Ja, haut rein.